Also kommen wir weiter zurück zu Super Mario 3D World. Im letzten Part sind wir, haben wir die Special Welt 3B gemacht und heute geht's mit Welt 4.1 weiter und ihr seht schon, da hat es stark was mit Ameisen zu tun. Ich für meinen Teil kann mich noch gut an das Level erinnern in der ursprünglichen Fassung. Es war gar nicht mal so wild, also da gab es viele Rumgehüpfe auf, Ameisen, was die Sache schon relativ wild gemacht hat. Ich kann mich auch leider Gottes nicht an die Sterne mehr erinnern, also so gar nicht mehr daran erinnern, wo hier denn Sterne waren. Ich weiß, dass hier irgendwo Sterne waren. Ihr seht es, es gibt gute, in Anführungszeichen gute Ameisen, die man drauf bringt, die einen durch den Weg. Und es gibt welche, die haben einen Stachel, wie ihr sehen könnt, die sind halt dann, ja, nicht sozial, diese Ameisen, die asozialen. Wie in allen Völkerrassen gibt es nämlich auch bei den Ameisen soziale und asoziale. Ich habe bei keine Ahnung, was ich gerade eigentlich laber. So, da haben wir auch so ein erstes Stern. Muss doch das da hier irgendwo war, wild. So, hier heißt es einfach am besten nicht mit dem Stachel aufs Dessen lassen. Dann läuft das hier doch ganz wild. Hier ist die kleine Fiede. Irgendwas zeigen. Gut, da ist ein Stern. Da hinten auf den Stacheln. Perfekt! Aber da gibt es nichts mehr zu stacheln. Die sind machbar. So, das ist einer von den unschönen Teilen, die ich meine. Da muss man erst viel Aim haben, um auf den Gang drauf hüpfen zu bleiben und es nicht irgendwie nach Afrika hin zu verabschieden, weil man runterfällt. So, da muss man einfach aufpassen, dass man nicht gegen so alte Ameise rennt, das alles. Das ist als Katze easy going machbar. Plus, ich glaube, wir haben durchaus einen schlimmen Teil überwunden. Das ist halt. Okay, das ist scheiße. So. Hier, ich wollte es eigentlich zwar riskieren. Ist okay, ist dann in dem Sinne. Weil ich habe es ja zwar ein Leben verloren, aber dafür habe ich alle Sterne der Welt, die man hier braucht. Ich muss ganz gerne eigentlich. Oh, scheiße, Mann. Ohne Katzen-Item wippen. Ey, ich step. Ich sehe ja, wie ich die kleine Abkürzung loswenden kann, die wild ist. Ich will dieses Dacheln so gut es geht meiden. Deshalb einfach, deshalb nur nochmal hier rein. Kannst du mal hier reinspringen? Danke. Ich hab einfach hier durch, eben weil ich das Dacheln so gut wie es geht meiden will. Ich hoffe mal, dass hier irgendein Item gibt. Yeah, man! Oh, das heißt, es war wieder uff, uff bis zum Ende. Also richtig uff bis zum Ende. Aber immerhin, das ging doch voll fit. Wir haben an einer Stelle mies verkackt, aber nur eine Stelle, das war voll akzeptabel. Und das war auch in Welt 3.1. Ist ja nicht wild. So. Ja Leute, ich bin immer noch ein bisschen am struggeln, was es als nächstes für ein Let's Play bringen könnte. Da gab es ja durchaus viele, viele Möglichkeiten, was es machen kann. Weil ich bin gerade irgendwie wieder komplett so im Hype mit YouTube. Ich weiß es irgendwie, ich fühle das schon sehr. Und auch mit Twitch vor allem ist es übelst ein Hype, weil ich es übelst fühle, auf Twitch live zu streamen. Und Twitch ist eigentlich erst eine coole Plattform. Und es war definitiv an der Zeit, dass ich gesagt habe, so, David, du fängst an jetzt auf Twitch zu streamen. Und dann haben uns Leute geraten. So, dieses Level ist hart toxisch. Sollte man am besten nicht irgendwie dumm ins irgendwo hinfallen. Wollte der Typ eigentlich so in seine Fresse ein bisschen Feuer. Ja, kannst du mal an die. Und ey, mit dem Ding ist echt hart scheiße.
Willst du erst dich kaputt machen? Was dich kaputt macht. So, ich bin beim ersten Stern noch nicht vorbeigeschreitet. Ich glaube, der war hier irgendwo. Oh, scheiße, der war hier oben. Oh, nee. Vergiss es. Unmöglich, dass die noch bekommen. Na ja, gut, so geht's auch. Der erste Stand war mies aus als holen von meinen Verhältnissen. Also sowas halt. Scheiße, Mann, es lässt bin. Das ist einfach nur hart dumm. Ja, ist halt erst mies. Wieso mal die jetzt kalt bekommen? Ne, vergiss es. Das muss mir zu einem Frageblock gehen. Und tut mir der Überli aber selbst in den Toxic hauen, um ein Leben zu verlieren. Ist mir anhand meiner Lebensanzahl definitiv wert. Weil ich brauche dieses Item hier, sonst funzt da gar nichts. So. Vergiss es, du fängst jetzt nicht. So, ich will das definitiv mal probieren mit dem Stern. Sag mal, gut, das klappt oder nicht klappt. Danke. Scheiße. Aber immerhin bin ich im Stern hochgekommen, Halleluja. No, ich wollte so den Ding ins Block da, Stallions bringen. Okay. So Leute, auf jeden Fall, ihr könnt jetzt erstmal überlegen, was danach für ein Let's Play das Video hochladen, weil ihr wisst, auf Witz bin ich jetzt immer live. Aber ich will auch wieder definitiv normale Let's Plays wieder ein bisschen machen hier auf YouTube. Einfach so Games, die halt nicht Multiplayer sind, heißt die für Twitch nicht lohnen. Die man hier einfach relativ gemütlich auf YouTube machen kann, auch wenn es viele Leute zauern. Halt gerne einfach wieder ein bisschen auch so zocken will. Und am besten irgendwelche Klassiker so. Also Klassiker aller Art, wenn man jetzt am liebsten. Das war wohl ein Satz mit X, denn das war mein X. So, das Ding ist gefährlich schnell. Was triggert mich immer hart? Das war tatsächlich mal ein Satz mit X. Scheiße. Na gut, dann sind wir halt hier unten lang. Ja moin. Auch besser, so war jetzt einfach zu Zufall einen Stern gefunden haben, ey. Gut, dass ich an einer Stelle verreckt bin, Alter. Mann, die ist alles wieder verkackt. Wie probierst du überhaupt auch erst hoch zu springen? So, bist du scheiße. Gut, dann ist das halt ist nämlich hier auch machbar. Muss halt nur richtigen Zeitpunkt timen. Dann geht das auch so und ich muss irgendwie hier hoch. Ja, wie komme ich jetzt hier hoch? Ich weiß wie. Ich hoffe, da ist auch ein Stern, das lohnt sich wenigstens. Ich rast aus, wenn die kein Stern hinterlegt war. Zulässt. Ist das ein Scheiß? Ja, gut, immer gibt's hier ein Item, was mir dann. Gut, besser. Besser wird's mal sein. So, ihr darf mal bloß ins Toxische fallen, sonst ich mein.
seht, was bei sonst ist. Nein, hier will ich nicht das Noob-Item. Nein, danke. Ich bin doch kein Noob. Zumindest aktiv, deshalb bin ich kein Noob. Passiv, sonst eventuell. So, wenn ich dieses Ding zurückfarmt, habe es halt genauso gerade meine Zeit hier durchzusneaken, ohne dass mir etwas passiert. Bisschen wild und auch wichtig. Ja, auch wild. Als ob man mit Sternen in das heiße Wasserding stirbt. WTF? Stimmt, das war sogar mit den Gehilfe-Item so. Ich erinnere mich. Gut, also ins Wasser darf man auch gar keinen Fall kommen. Sonst ist man. Ach, scheiße, Mann. Aber nur aus Dummheit, ey. Passiert nichts mehr. Rückzug. Okay, das war einfach nur dumm von mir. Scheiße. Das Level ist aber auch belastend. Das ist eins von meinen Hass-Leveln. So auch mit Resten meiner Meinung nach. Ja, however, Leute, ihr könnt es wie gesagt erst überlegen, was wir als nächstes planen sollen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe mal wieder richtig Bock auf den letzten auf Zelda. War wirklich überlegen, ob es sagt, ich spiele den letzten auf Zelda Twilight Prince HD nochmal komplett. Weil es einfach eins von meinen kompletten Lieblings-Zeldas waren. Und ich auf jeden Fall den letzten auf Zelda-Reihe aber angehen wollte. Irgendwie kann ich das Spiel durchaus vorstellen. Oder ich mache es irgendwann mal als ein Stream. Let's play. Ich muss gleich mal. Ach, scheiße, Mann. Müssen mal kurz erst aufpassen, Leute. Boah, gut, dass ich den Teil überlebt habe, weil der ist halt so ein asozial mies. Oh, Digga, sag's, ich werde nicht fallen jetzt hier noch irgendwo ins Wasser. Aber sowas von auf Ansage. Hier gehe ich lieber auf Nummer sicher, wenn ich so nah von Ziel bin. Ich kenne mich, ob das Pers, was ich was sagen ich kann. Das ist aber noch komplett verreckt gehalten. Esst hoch. Esst aufpassen, dass das nicht tatsächlich passiert. Weil das war schon mies, wenn das erst passieren würde. So, so weit, so gut. Dann speisen wir nochmal ein ganzes Bar. So, was haben wir hier? Welt 4a aus dem Weg, Karumpelbande. Ja, da ist jetzt mal wieder was im Weg. Und das werden wir mal wieder im nächsten Part uns drum kümmern. Danke mir soweit fürs Zusehen. Wir wünschen uns noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!